Ist euer Lachs gesünder als normaler Lachs? Ich denke schon, das kann man so sagen. Frau Rützler, können Sie mir sagen, welches Future Food aktuell im Trend ist? Das ist das Thema Fleischalternativen, Wurstalternativen, Milchersatzprodukte. Bis zum Jahr 2050 sollen auf der Erde knapp 9,7 Milliarden Menschen leben. Und die haben alle eines gemeinsam, nämlich Hunger. Und deswegen müssen wir uns mit einem Thema beschäftigen, nämlich Future Food. Und ein paar Lösungen oder potenzielle Lösungen sehe ich hier. Käse, der nicht aus Käse besteht, Würstchen aus Fleischersatz, Proteinquelle à la Wurm oder Obst aus der Plastikpackung. Ob das die Zukunft ist, das finde ich heute heraus. 1931 hat schon Winston Churchill prophezeit, dass es eines Tages Fleisch aus dem Labor geben könnte. Und 2013 war es soweit, in Maastricht wurde der erste Burger aus der Petrischale gezüchtet. Damals haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den sogenannten In-Vitro-Burger, sogenanntes Clean Meat, probiert. Schon beinahe normal sind Burger, Snacks und Riegel aus Insekten. Warum? Sie sind reich an Protein, Ballaststoff, Eisen, Magnesium und alles, was unser Körper braucht. Und der Vorteil ist, sie sind klein und können überall gezüchtet werden. Mal im Vergleich. Rinder brauchen beispielsweise 8 Kilogramm Futter für 1 Kilo Fleisch, was am Ende dabei rauskommt. Bei Insekten sind es nur 2 Kilo Futter. Und es gibt eine Menge weiterer Trends, zum Beispiel Nahrung aus Algen, Quallen oder ganz speziell aus dem 3D-Drucker. Wirklich wahr. Und ich freue mich jetzt, mit Robin Simser zu sprechen. Seine Firma ist tatsächlich der erste Anbieter für Lachs aus dem 3D-Drucker. Hallihallo Robin, schön, dass du die Zeit hast, mit uns zu sprechen. Ja, danke schön. Robin, als ich von dir und deiner Idee gelesen habe, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Ihr druckt Lachs im 3D-Drucker. Wie funktioniert das Ganze? Also ich stelle mir ja einen 3D-Drucker eigentlich immer mit Plastik vor. Wie macht ihr das denn jetzt mit Lebensmitteln? Leute essen sehr gerne Fisch, aber ich glaube, keiner findet jetzt Überfischung gut. Deswegen wollen wir Leuten den Umstieg auf eine umweltfreundliche Ernährung leicht machen. Aber gerade Produkte wie Lachs, was der meistgegessene Fisch auf der Welt ist, die haben ja eine ganz komplexe Struktur, wie sie aussehen. Und das bekommt man mit herkömmlichen Verfahren in der Lebensmitteltechnik nicht hin. Deswegen haben wir gedacht, wir brauchen da etwas ganz Neues, ein neues Verfahren. Und mit dem 3D-Druck geht's jetzt, dass wir tatsächlich so etwas wie Lachs haargenau mehr oder weniger wiedergeben können. Wie funktioniert das Ganze und was für Inhaltsstoffe werden denn dafür verwendet? Also wir verwenden tatsächlich hauptsächlich Erbsenproteine, außerdem auch noch Algenextrakte und pflanzliche Öle. Das wird praktisch vermischt und mit dem 3D-Drucker dann in eine Form gebracht. Und zwar jede mögliche Form, die man sich wünschen kann. Zum Beispiel ein Lachsfilet, Lachs-Sushi, Räucherlachsstreifen oder ähnliches. Da muss man dann praktisch nur ein Stück Code ändern. Und der Lebensmitteldrucker fährt dann genau das ab und stellt dann genau dieses Produkt her. Wie funktioniert denn die Produktion en Detail? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt mir einen 3D-Drucker kaufe, dass ich das nachmachen kann, oder? Das stimmt. Ja, wir haben das tatsächlich selbst entwickelt. Ein Produkt wie Lachs hat ja Fettstreifen und Muskelfasern dazwischen. Und das können wir dann praktisch mit dem 3D-Drucker genauso wiedergeben, indem wir einen Teil praktisch diese Muskeln nachmachen und mit einem anderen Teil dieses Fettgewebe nachmachen. Und das ist dann praktisch so ein komplexes Produkt, das sich im Mund auch sehr, sehr realistisch anfühlt. Bei Fleischersatz ist die Rechnung ja relativ einfach. Je weniger Fleisch gegessen wird, desto weniger Tiere werden wahrscheinlich auch gezüchtet bzw. gehalten und man kennt die Auswirkungen für die Umwelt. Wie ist es denn beim Fischersatz? Was kann ich denn da der Umwelt an Gutes tun? Ja, tatsächlich wäre es da auch ganz, ganz wichtig, dass wir weniger Fisch aus dem Meer holen. Also Lachs wird zum Beispiel viel in Aquakultur erzeugt und da denken viele Leute, Aquakultur ist besser. Das stimmt aber gar nicht so, weil Fisch aus Aquakultur muss tatsächlich auch Wildfisch aus dem Meer als Futter bekommen. Das heißt, das ganze Überfischungsthema ist da auch noch mit dabei und da, für uns ist das keine nachhaltige Alternative. Deswegen sagen wir, jeder, der den Fischgeschmack liebt, aber nicht zur Überfischung beitragen will, für den sind solche pflanzlichen Alternativen wahrscheinlich eine gute Option. Jetzt soll es heute natürlich um den Großbegriff Future Food gehen. Würdest du denn euer Produkt als Future Food bezeichnen? Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, Future Food macht für mich aus, dass es nachhaltig produziert wird und gesund ist. Und ich denke, auf diese beiden Dinge trifft unser Lachs zu, weil Nachhaltigkeit auf jeden Fall, keine Überfischung, keine Zerstörung der Meeresökosysteme. Und auch von der Gesundheit her haben wir jetzt zum Beispiel im Labor analysieren lassen, unseren Lachs im Vergleich zu konventionellen Lachs, die man kaufen kann. Und wir haben gesehen, dass in konventionellen Lachs hohe Anteile von Schwermetalle wie Quecksilber enthalten sind
oder auch andere Toxine, zum Beispiel PCBs oder Dioxine, die giftig sind, während in unserem Lachs waren die unterhalb der Nachweisgrenze. Jetzt hast du schon sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen, was euer Produkt angeht. Wie sieht's denn da mit dem gesundheitlichen Aspekt aus? Ist euer Lachs gesünder als normaler Lachs? Ich denke schon, das kann man so sagen. Also wir sind ganz, ganz stolz darauf, dass wir einen hohen Proteingehalt im Produkt haben und auch einen hohen Omega-3-Fettsäuregehalt, der zum Teil sogar höher ist als bei Lachs aus der Aquakultur. Und das spricht schon für sich, denke ich. Robin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Business gewährt hast, aber auch gezeigt hast, was Future Food so alles drauf hat. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Ich muss schon sagen, Lachs aus dem 3D-Drucker, das klang im ersten Moment irgendwie unvorstellbar für mich. Aber irgendwas hat es, irgendwie reizt es mich, vor allem weil Robin ja auch sagt, dass der Lachs aus dem 3D-Drucker teilweise gesünder ist als der herkömmliche Lachs. Mal hören, was Hanni Rützler zu sagen hat. Sie ist eine der führenden Food-Trend-ForscherInnen und schreibt auch jährlich den Future Food Report. Hallo Frau Rützler. Hallo. Frau Rützler, können Sie mir sagen, welches Future Food aktuell im Trend ist? Also Future Food beinhaltet ja das Wort Zukunft. Und Zukunft ist ja nicht etwas, was passiv auf uns zukommt, sondern das wir mit unserem Essverhalten gestalten. Aber wenn wir jetzt auf die Produktebene gehen, dann würde ich sagen, wo es im Moment wirklich brodelt und kocht und wo viele neue Produkte auf dem Markt erscheinen, das ist das Thema Fleischalternativen, Wurstalternativen, Milchersatzprodukte. Also alle Ersatzprodukte im weitesten Sinne rund um tierische Nahrungsmittel. Ein Trend sind also die Ersatzprodukte für Fleisch und Milch. Aber wie gesund sind denn solche Alternativen? Generell muss man schon sagen, je mehr pflanzliche Produkte im Alltag Platz finden, frische Produkte, mehr Obst und Gemüse, da ist man eher auf der sicheren Seite. Bei den Fleischersatzprodukten, die sind so vielfältig, das kann man gar nicht, glaube ich, so pauschal sagen. Aber ich glaube, wir müssen in Zukunft den Gesundheitsbegriff erweitern um das Thema Nachhaltigkeit. Und da gibt es viele Synergien. Wie viel Wert wird denn auf ausgewogene Ernährung gelegt beim Thema Future Food? Die aktuellen Produkte, die sozusagen zum Thema Future Food in Entwicklung sind, die versuchen eigentlich, gesundheitliche Aspekte mitzunehmen. Gesundheit ist ein Thema, das man bei der Entwicklung von zukunftsfitten Lebensmitteln eigentlich nicht mehr auslassen kann. Ich habe ja gelesen, dass Sie den ersten In-vitro-Burger probiert haben, also Fleisch aus dem Labor. Wie hat das denn geschmeckt? Ja, das war natürlich schon ziemlich aufregend. Das war der erste In-vitro-Burger. Hier wurden sozusagen Tierzellen von einem lebenden Tier gewonnen und dann im Labor vermehrt. Und die Konsistenz, vor der hatte ich eigentlich am meisten Angst, die war aber überraschend nah am Original. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Es ist günstiger geworden, wenn es auch noch nicht massentauglich ist. Aber das dauert noch einige Jahre. Ich glaube, dann wird das sozusagen ein neuer Fixpunkt werden. Zum Abschluss nochmal die Frage, was würden Sie sich persönlich denn von der Gesellschaft wünschen mit Hinblick auf unsere Ernährung und auf Foodtrends? Wir leben eigentlich im Lebensmittelüberfluss und sind dabei, zu lernen, zu wählen, befreit von Traditionen und Normen. Und damit wird Essen auch sozusagen zu einer Möglichkeit, die eigenen Werte und Wünsche ernst zu nehmen. Und dahingehend würde ich mir wünschen, dass wir einfach diese Chance nutzen, um sozusagen mit der eigenen Kaufentscheidung auch Zukunft zu gestalten. Vielen Dank, Frau Rützler, für das informative Gespräch und Ihnen alles Gute. Gerne, hat mich gefreut. Schönen Tag noch. Die Meinung von Frau Rützler ist klar. Das Wichtigste bei Future Food ist die planetäre Gesundheit. Das heißt nicht nur der Gesundheitsaspekt für uns Menschen, sondern auch für die Umwelt. Ich muss ja auch sagen, dass der Trend nicht an mir vorbeigegangen ist. In letzter Zeit greife ich immer häufiger zur vegetarischen Wurst, einfach nur, weil ich weiß, dass es nicht so umweltschädlich ist und weil sie mir einfach schmeckt. Und wenn du noch mehr zum Thema gesunde Ernährung wissen willst, dann klick oben aufs i, denn da kommst du zum TK Ernährungscoach. Das war's für heute. Nächstes Mal geht's weiter und da teste ich mich quer durch die Palette des Future Foods. Und außerdem treffe ich Tim, er und seine Firma, die produzieren aus Insekten proteinhaltige Nahrungsmittel. Ob das schmeckt, ich bin sehr gespannt. Bis dahin, bleibt gesund, ciao. Heute geht es wieder um das Thema Future Food. Die Blaubeeren erkenne ich, die Würmer nicht. So, hier haben wir einmal den Lachs aus dem 3D-Drucker. Ich bin ja echt fasziniert. Beiß mal rein. Jetzt machen wir lecker Tacos mit Pulled Mushrooms. Ich bin überrascht.